Wir drucken individuell. Wir bieten Sonderformate. Wir stanzen. Wir personalisieren. Wir veredeln. Und wir machen noch viel mehr. Jetzt anfragen unter www.druckhelden.de. Druckhelden. Individuell online drucken. Der letzte offizielle Teil hier am heutigen Spieltag. Herzlich willkommen zum Druckhelden VIP Talk hier im Stechert Business und Tagungszentrum. Ich habe zwei Spieler bei mir, die heute auch beide gespielt haben. Zu meiner Linken steht Dominik Schad, unsere Nummer 35, und Mathis Bolli, unsere 14. Dominik, fangen wir mal mit dir an. Es war heute dein 6. Einsatz, zu dem du gekommen bist. Hast gut aufgeschlossen zur Mannschaft. Wann hast du davon erfahren und wie sehr hast du dich gefreut, dass du heute spielen darfst? Ja, wie gesagt, erfahren tun wir das ja immer erst ein paar Stunden vorm Spiel. Und ja, dass ich spielen durfte, dass der Trainer mir das Vertrauen geschenkt hat, da bin ich natürlich dankbar für. Und ich denke, das Wichtigste war heute einfach der Sieg. Ja, du kommst schon aufs Spiel zu sprechen. Ihr habt heute gegen den zweitbesten Sturm der Liga gespielt und ihr seid hinten zu null sauber geblieben. Was war das Erfolgsrezept? Ja, ich denke, gerade in der ersten Halbzeit hat es richtig gut funktioniert, haben wir die Räume gut zugestellt, auch durch die Formation, die wir dann gespielt haben, und den Dresdnern wenig Spielmöglichkeiten und Alternativen nach vorne geboten. In der zweiten Halbzeit lief es dann nicht mehr ganz so gut nach hinten, aber ich denke, das Wichtigste ist einfach, dass wir die Null gehalten haben und dass wir dann natürlich noch durch das Eigentor dann in Führung gehen und den Sieg heimholen. Das ist natürlich super. Ja, wir geben das Mikro einfach mal weiter an Mathis. Dresden hatte zwar statistisch gesehen mehr Ballbesitz, aber ihr wart doch irgendwie zwingend da vorne. Ihr habt mehr Schüsse aufs Tor gemacht. Du warst ja auch vorne ganz hautnah mit dabei. Habt ihr das Eigentor ein bisschen auch erzwungen? Ja, klar, ich denke ja, weil also wir haben unsere Konter ganz gut benutzt. Und wir sind immer mit vielen Leuten nach vorne gekommen und ja, mit Zugau, und dann hat sich am Ende gelohnt und wir sind belohnt geworden mit einem Tor. Das war gut. Ihr habt momentan überhaupt sehr viel Zug. Ihr habt jetzt 4 von 5 Top-Mannschaften, die vor euch standen, geschlagen. Woher kommt diese Dynamik? Ja, also ich denke, wir arbeiten für jedes Spiel, das zu gewinnen, egal ob das eine Top-Mannschaft ist oder die unter uns stehen. Aber ja, schwer zu sagen. Ne? Vielleicht haben wir ein bisschen extra Motivation oder so vor so große Spiele. Ich denke, dass wir auf jeden Fall heute ein gutes Spiel abgeliefert haben und eine verdiente 1:0 gewonnen haben. Das denke ich auch. Damit bedanke ich mich schon mal bei euch. Aber es gibt noch einen kleinen offiziellen Teil, weil wir haben ein paar richtige Tipps. Ich reiche dir die da einfach mal, Dominik. Misch doch einfach noch mal einmal kräftig durch. Es geht, wie zuletzt auch natürlich, um einen 100-Euro Hummel-Online-Shop-Einkaufsgutschein. Und du darfst einfach mal rausziehen und umdrehen. Und erzählst uns mal, wer gewonnen hat. Der Herbert Seiler aus Fürth. So, der Herbert Seiler wird von uns per E-Mail benachrichtigt. Er bekommt seinen Gutscheincode und kann den dann online einlösen. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Vorbereitung dann auf die nächsten Spiele und einen schönen Abend. Dankeschön. Dankeschön. Wir drucken individuell. Wir bieten Sonderformate. Wir stanzen. Wir personalisieren. Wir veredeln. Und wir machen noch viel mehr. Jetzt anfragen unter www.druckhelden.de. Druckhelden. Individuell online drucken.